Hey, hör zusammen. Es ist komisch. Die Position der Kamera ist irgendwie für den Arsch. Ist egal. Erste Probeaufnahme mit der neuen Vlog-Kamera. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Ich finde diese Kamera eigentlich sehr genial. Bitte nicht auf die Unordnung im Hintergrund achten. Ist nicht gut. Ich muss nur noch irgendwie so ein bisschen versuchen, damit klarzukommen. Es ist nicht so einfach. Aber auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich endlich eine ordentliche Kamera habe. Ich habe ja vorher diese komische Samsung irgendwas Kamera gehabt, mit der ich auch meine Roomtour gefilmt habe. Ich bin immer überlegen, die Roomtour nochmal neu zu filmen, weil ich ja jetzt endlich eine ordentliche Kamera habe. Was gibt's Neues? Neues gibt's, glaube ich, dass ich Neverwinter auf meinem Kanal spiele. Das habe ich, glaube ich, vorher noch gar nicht in den Vlogs erwähnt. Das war mehr so ein spontanes Projekt, was ich irgendwann angefangen habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Könnte eventuell noch öfter vorkommen auf meinem Kanal, dass ich einfach irgendwas anfange, weil ich gerade Bock zu habe. Tu, Bock zu habe. Yeah, so ein bisschen Denglisch-Mix. Ich gucke übrigens immer auf den Bildschirm und nicht in die Kamera rein, es tut mir leid. Bei der Webcam ist das Ganze ein bisschen einfacher gewesen. Hier ist es schon wieder was schwieriger. Aber ich versuche mein Bestes. Ja. Es wird auch auf jeden Fall mit Harry Potter weitergehen. Ich habe das heute in einem Perfect World Part schon mal angesprochen, den ich aufgenommen habe. Einfach weil Minecraft Paradise irgendwie so ein bisschen im Winterschlaf ist momentan. Es wird zwar gerade Sommer, aber Paradise nimmt das Ganze nicht so genau. Schließlich ist es im Paradies gerade das Wetter, was man gerne haben möchte. Im Paradies ist es grundsätzlich eigentlich immer Sommer, aber wir befinden uns gerade im Winterschlaf. Ja, ist egal. Jedenfalls ist da momentan nicht so wirklich viel los auf Paradise. Und deshalb pausiert das wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile. Beziehungsweise wird auf jeden Fall nicht mehr so viel kommen, weil es ist zum einen mega langweilig, wenn ich die ganze Zeit alleine aufnehme. Und ihr wollt auch nicht sehen, wie ich die ganze Zeit einfach nur irgendwas vor mich hinbaue und Bullshit labere. Das ist nicht so wirklich das Wahre. Außerdem habe ich auch gar nicht wirklich eine Ahnung, was ich jetzt noch alles bauen sollte, könnte, müsste, würde. Dementsprechend, wie gesagt, pausiert. Es kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. Wenn ich es nochmal schaffe, mit den Jungs ein bisschen was aufzunehmen, sehr gerne. Eben nicht mehr so viel, wie es vorher war. Wir haben noch nicht mal die Taverne richtig eingeweiht. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben halt wirklich so eine richtig tolle Taverneneinweihung geplant gehabt. Aber es hat nie sollen sein. Zum einen, weil der Taverneninhaber irgendwie nie da ist, wenn wir anderen da sind. Ja, weil wir einfach nie alle zusammen auf einen Server bekommen. Und Ostern musste ich halt auch arbeiten. Ich muss halt auch am Wochenende arbeiten. Das ist immer ein bisschen scheiße. Dementsprechend habe ich nie frei, wenn die anderen frei haben. Momentan habe ich auch wieder Spätdienst, das heißt, ich habe dann frei, wenn die anderen in der Schule sind und muss arbeiten, wenn die anderen frei haben. Ist halt blöd, ich habe einen Scheißjob. Das muss ich einfach so sagen. Dementsprechend, dadurch, dass es mit Minecraft jetzt erstmal so ein bisschen weniger gibt, werde ich wahrscheinlich Harry Potter weitermachen. Ich habe natürlich Neverwinter und Perfect World, was noch weiterläuft. Das Problem ist, das sind Endlosprojekte. Es sind nun mal, es sind Online-Games und Online-Games können theoretisch bis Gott weiß, wann weitergehen. Und deshalb werde ich die nicht als Projekte sehen, sondern werde das einfach nur als so ein Nebenher-Spielen betrachten. Keine Ahnung. Dementsprechend mache ich dann wahrscheinlich mit Harry Potter 4 weiter. Was mich ein paar Nerven kosten wird, ihr werdet wissen, warum, wenn ihr das erste Mal sehen werdet. Was wollte ich noch sagen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe Thief abgeschlossen. Ich glaube aber, das habe ich in meinem letzten Part schon gesagt. Ich finde es schade. Es ist vorbei. Aus und vorbei. Nein, es ist nicht aus und vorbei. Es geht mit Dark Project irgendwann weiter. Aber ich habe auch momentan dadurch durch Arbeit und bla. Arbeit ist schrecklich, Leute. Sucht euch keine Arbeit. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Sucht euch Arbeit. Sucht euch vor allem eine Ausbildung. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich habe überlegt, ob ich auf meinem Kanal nicht eventuell auch das ein oder andere Zeichentutorial mache. Wobei es eigentlich wahrscheinlich nicht mal Zeichen-Tutorials sind, weil ich einfach nicht gut genug im Zeichnen bin, um irgendwelche Tutorials machen zu können. Aber vielleicht das ein oder andere Zeichen-Video einfach und am besten so ein Aufräum-Vlog. Gott, mein Zimmer sieht aus wie so ein Schlachtfeld. Ah. Wer mich auf Facebook favorisiert hat, hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich hin und wieder zeichne. Und auch eigentlich leidenschaftlich gerne zeichne, genauso wie ich schreibe, aber das mit dem Schreiben ist was anderes. Da hatte ich dann überlegt, dass ich das ein oder andere Zeichenvideo mache und das einfach mit in den Kanal packe, als quasi extra Playlist. Das hat natürlich nichts mit Gaming zu tun, aber ich bin noch am Überlegen, ob das ein reiner Gaming-Kanal bleiben wird, weil ich meinen Horizont gerne ein bisschen erweitern möchte. Dahingehend, dass ich, wie gesagt, auch noch
Videos aus anderen Kategorien mit in meinen Kanal packe. Wie gesagt, es ist nur eine Überlegung. Es ist noch nichts in Arbeit, es ist auch noch nichts entschieden. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Habt ihr irgendwie Interesse an sowas? Oder sagt ihr, das passt jetzt irgendwie so überhaupt nicht? Lass es einfach so. Ne? Ist kein Problem. Ich möchte gerne eure ehrliche Meinung wissen. Und ja, postet es mir unten in die Comments. Was das für eine Kamera ist, muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. Es ist so eine All-Time-Favorite-Vlog-Kamera, die jetzt momentan jeder hat. Und es ist einfach ein relativ kleines Modell. Schön klein und kompakt. Und Fotos davon gibt es auf meiner Facebook-Seite. Wer mich auf Facebook geliked hat, wer mir folgt auf Facebook, der hat das Ganze wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Unten in der Videobeschreibung der Link zu meiner Facebook-Seite. So, ist ein relativ kurzer Vlog geworden, glaube ich. Deshalb bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Halt! Ich hab noch was vergessen. Oh mein Gott. Wo ich gerade bei der Vlog-Kamera war. Die wird mich jetzt natürlich auch auf dem einen oder anderen Event begleiten. Es ist ja nicht so, dass ich nie vor die Tür komme. Wie Gamers normalerweise immer tun. Ich werde auch auf das ein oder andere Event gehen. Es ist ja auch mittlerweile schon, glaube ich, ein oder zwei Vlogs von irgendwelchen bestimmten Conventions sind schon auf meinem Kanal erschienen. Wie gesagt, die Kamera wird mich auf verschiedenen Conventions begleiten. Die nächste, auf die sie mich begleiten wird, wird wahrscheinlich die Kieler Woche sein. Wem das nicht sagt, es ist in Kiel. Das ist ein sehr, sehr großes Event, weil es halt über eine Woche geht, wie der Name eigentlich auch schon sagt. Und es geht in erster Linie um Schiffe. Ich liebe Schiffe. Schiffe sind einfach awesome. Und ganz besonders Segelschiffe. Ich liebe Segelschiffe. Ich habe keine Ahnung warum. Ich liebe sie einfach. Ich habe aber leider noch nie eins in Natura gesehen. Das ist so unglaublich schade, aber deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig auf diese Kieler Woche, weil da wird es jede Menge Segelschiffe geben und es wird eine Segelregatta geben. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Die Gorch Fock. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen, das ist gar keine Frage. Und dementsprechend werdet ihr mich begleiten und werdet mich ausrasten sehen. Und ja, wir werden, wie gesagt, mehrere Tage da sein. Geht über eine ganze Woche. Ich glaube, wir sind über 3 oder 4 Tage dann da. Ich weiß es noch nicht genau. Da ist so eine schöne kleine Ferienwohnung. Also ich und meine Familie. Da werdet ihr vielleicht auch mal meine Familie kennenlernen, meine Verrückte. Es kann aber eventuell auch sein, dass die Kamera mich vorher schon auf die Roleplay-Convention begleitet. Die Roleplay-Convention ist hier in Köln. Es geht, wie der Name auch schon sagt, um Roleplays, um Rollenspieler aller Art. Das ist eine sehr, sehr geniale Convention. Ist eine relativ kleine, feine. Ist noch nicht so furchtbar bekannt. Aber das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob ich da hingehen kann, weil das ist ein Wochenende, an dem ich gerade am Samstag früh aus der Nachtschicht komme und mich dann erstmal ausschlafen muss. Deswegen weiß ich nicht, ob ich am Samstag dahin kann und ob ich irgendwie Bock habe, wenn ich dann wach werde, mich nochmal in die Messehallen zu quälen. Ich meine, es ist nicht viel los. Wie gesagt, es ist eine relativ kleine Convention. Aber wenn, dann wahrscheinlich eher am Sonntag und dann auch nicht sehr lange. Aber mal schauen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Convention, wenn ihr Rollenspieler seid. Egal welche Art, ob ihr es am PC macht, ob ihr es im Real Life macht, ob ihr es irgendwie auf dem Spielbrett macht. Alle möglichen Varianten sind da vertreten und ich bekomme kein Geld dafür, dass ich Werbung für die Roleplay-Convention mache. Ich finde es einfach nur eine coole Convention und sehr, sehr cool für Leute, die auf Rollenspiel stehen. Also wenn ihr LARPer seid, wenn ihr, wie gesagt, Gamer seid oder irgendwie auf Warhammer oder Dungeons & Dragons steht, ihr findet auf jeden Fall irgendwen, der eure Leidenschaft teilt. Deswegen ein sehr, sehr cooler Geheimtipp meinerseits für alle Rollenspieler. Die Roleplay-Convention ist am 16. und 17. Mai hier bei uns in Köln in den Messehallen. Dann wird es dieses Jahr auf jeden Fall noch die Konichi geben. Auf die werde ich auf jeden Fall auch gehen in Kassel. Eine Manga- und Anime-Convention, die ich unglaublich genial finde, auf die ich schon mehrere Jahre gegangen bin und die auch dieses Jahr nicht fehlen darf. Dementsprechend werdet ihr auf diesem Kanal noch ein bisschen was zu sehen bekommen dieses Jahr. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf genauso wie ich. Und ich bin mir sicher, dass es Outtakes geben wird. Ich darf nicht zu nahe kommen. Sieht doch komisch aus. Vlog, Leute. Gott, was für eine Werbung ich einfach mache. Es wird aber auch auf jeden Fall mit Harry Potter demnächst weitergehen. Bitte nicht drauf achten, was hier alles so rumliegt. Ich habe mein Bett nicht gemacht.
Ich liebe Schiffe. Ich liebe Schiffe über alles. Ich liebe vor allem Segelschiffe und mir tränen die Augen. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. Kleinen Moment. Schließlich ist in Paradies. Ich hab's irgendwie heute mit meinem Denglisch. Harry Potter 4 ist nicht schön. Es ist schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Besser? Nein. Irgendwie nicht. Irgendwie nie. So, ist egal. Kieler Woche. Ich hab den Faden mal wieder verloren. Ha, wer hätte es gedacht? Ich hab Hunger. Ich hab noch nicht gefrühstückt. Ja, ist egal. Weiter im Text. Oh Gott, ist diese Ansicht schrecklich. Hallo. Equipment! Und ganz, 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 ganz viele Unordnung, besonders auf meinem PC. Hilfe! Okay, weiter im Text. Ich glaube, hier vorne sind. Kann es sein, dass hier vorne die Mikros dran sind? Ich weiß es gar nicht. Ist egal. Ich habe mal wieder den Faden verloren. Es gibt kein Vlog-Video, in dem ich nicht mindestens einmal den Faden verliere. Outtakes incoming. Bildschirm ist ausgegangen. Manu.